Schokoladenbraun. Ne? Schokoladenbraun. Ich hatte jetzt mal eben das Seil da oben rüber geworfen. Respekt. Mittwoch, 21. August. Geht weiter. Also während wir gerodet haben, jetzt ist Mittag gerade durch, sind die Sandwich-Paneele fürs Dach gekommen. Also kann das nahtlos weitergehen. Sehr gut. Und die Sohle ist betoniert vom Riedleiterhaus. Die ziehen das jetzt, rappen das gerade noch ab. Nee, ist auch fertig, glaube ich. Also kann das in der Theorie übermorgen losgehen mit Mauern. Peak fine. So, und ich habe jetzt noch eben ein bisschen im Büro zu tun. Jens ist noch in der Mittagspause. Der kam später aus Wietzendorf zurück. Chef! Deine Kamera. Kamera, danke. Ja. Sehr gut. Hast du auch alle, ist Akku neu? Frischer Akku. Alles klar, wunderbar. Gut, frischer Akku. Das ist wichtig. So, jetzt wollen wir ein paar Sachen zusammensuchen und dann werden noch ein paar Bohlen gestrichen. Wir wollen den Anhänger mal langsam frisch machen. Farbe kommt morgen aber erst für den Rahmen. Wir gucken uns das gleich mal eben an. Dann fleißig Steine weggefahren und die Sandhaufen werden auch immer weniger hier und Kieshaufen und Schutthaufen auf dem Hof. Da hinten ist es schon bei der Auffahrt. Da wird weitergemacht jetzt. Baude setzen und sowas alles. Vorhin sind hier die Sandwichplatten gekommen für Dach und Wand. Dann geht das da auch weiter. Ich bin hier am Anhänger dran, der kriegt einen neuen Boden. Farbe ist bestellt, die kommt morgen, dass wir hier das ganze Stahl mal eben einmal rüber mit Rostschutzfarbe einmal schön anstreichen können. Das ist nun mal nicht mehr das neueste Gerät und hier und da sind noch Löcher, das ist okay, aber für unsere Zwecke reicht das hier. Und ich denke mal, so ein paar Jahre kann er dann ruhig noch weiterlaufen hier. Ist ja auch nur 25 km/h, das ist ja ohne TÜV das Ganze. Aber für hier um Kirchturm reicht das auch. So, ich habe jetzt hier noch Farbe gefunden, kann auch mal Werkholzlasur, das war dann die Bohlen hier alle einmal überstreichen, die hier unten rauf kommen und dann kommen dann nachher noch, die Platten rauf, die guten, damit das dann auch dicht ist. So, wie gesagt, ich kann die Farbe weg, einmal übertunken, da ist noch ein Eimer. Zu Hause habe ich notfalls auch noch was. Tja. Ist nun mal auch schon in die Jahre gekommen. Hat auch bestimmt viel erlebt hier. Jo, und hier geht es auch weiter endlich. Bordsteine haben sie hier gesetzt. Noch ein bisschen Mineral zu. Aber wir nähern uns langsam aber sicher dem Ziel hier, ne? Sehr gut. So soll das doch. Noch eine schöne Mischung hinter. So, ein LKW Sandwich-Paneele kam vorhin noch. Also die haben jetzt auf jeden Fall wieder genug zu tun. Donnerstag ist ja auch nur noch morgen ganzer Tag und dann einen halben Freitag, dann fahren die ja schon wieder ins Wochenende. Aber das schafft gut. Das klappt. Jens ist gerade noch am Bohlenstreichen für den Anhänger. Die Maurers haben Feierabend gemacht. Sohle ist fertig. Sieht auch gut aus. Werden sie morgen wohl ausschalen und dann Freitag mit Mauern anfangen wahrscheinlich. Sehr schön. Jo, und dann hole ich glaube ich gleich mal, wie spät ist denn das? Ja. Jens gleich mal Bescheid sagen. Feierabend und wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen. Donnerstag, 22. August. Aha. Nächstes Mal gleich blinken, dann passt das auch. So, letzter Wietzendorf-Tag für diese Woche. Wieder zwei Züge roten, jetzt ist los.
Juri kommt heute wieder. Der ist um 8 am Feld, hat er gesagt. Also jetzt haben wir das 10 vor. Sollte passen. Ist wieder frisch heute Morgen. 14 Grad zeigt der Trecker an. Diesmal habe ich eine kleine Jacke mitgebracht, damit ich nicht noch wieder nach Hause jubeln muss. Junge. Also, bis gleich. Jo. Eventuell müssen wir noch einmal hochfahren. Falls es noch nicht reicht, ich nehme die Wagen aber schon mal mit. Wir wollen das jetzt versuchen, da den anderen Schlag einmal gucken, ob wir da fahren können. Nehmen wir die Wagen mit hin. Wenn das nicht geht, dann fahren wir hier wieder her, machen das hier voll. Und dann warten wir halt noch eben eine Woche oder so. Naja, eine Woche haben wir gar nicht. Müssen da irgendwie bei. Ach, irgendwie wird das schon. Irgendwie wird das schon gehen. Von den kurzen Reihen nehmen sie noch eben mit. Die passen noch auf. Und dann fährt jetzt los. So, und wir nehmen den Wagen jetzt mit nach oben. Und hoffen, dass wir da fahren können, ohne den Ruder zu versenken. Da reicht. Knappe Stunde LKW voll. Das ist schon mal nice. Jens kommt pünktlich 9 Uhr los. Und wir versuchen unser Glück jetzt hier. Da. Mal schauen. Nächstes Problem ist, hoch runter wird im Bunker nicht passen. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Wir müssen jetzt ein bisschen Platz roden, dass wir beim nächsten Mal dann einen Wagen nach oben stellen können. Irgendwie so muss er laufen. Mal schauen. Thank you.
schon. Meine Güte. So. Gucken, dass wir hier wegkommen. Also, Leute, auf meinen Anschlag haben wir nicht ganz viel gemacht. Zwei Bunker. Da muss ich mir was einfallen lassen. Da haben wir doch einiges an Steinen. Das Problem ist ja, dass zu Hause so wenig Platz ist, sonst hätten die an die übere Maschine müssen. Und wir haben hier ein Drittel ungefähr von dem Vorgewände auf dieser Seite ist vergammelt. Da stand zu viel Wasser. Kannst du machen, nix. Jetzt haben wir diesen Zug, den Rest hier von diesem Schlag hier noch mit voll gemacht und dann müssen wir gucken, wie es weiterläuft. So, jetzt müssen wir hier wieder auch um die Kurve kommen. Die Auffahrt ist jetzt nicht so prickelnd. Weil graben. Erstmal auf der Straße und dann die Stufe umschalten. Wie heißt das? Länger als 2 Stunden gedauert. Also es hat echt sonst gut geschafft, aber weil wir da auf einem anderen Stück da rumoperiert haben. Befahrbarkeit ist okay, also das geht. Aber Steine.
Silo gemacht nebenan. Das Silo. Die Dachdecker wollte ich gerade sagen. Die Platten kommen auch aufs Dach jetzt langsam. Nice. Zwischenfrucht. Wir sehen jetzt hier Zwischenfrucht auf dem Kartoffelschlag von 2025 vom Nachbarn, der hat die Roggen gehabt. Hier ist Mist wieder raufgekommen, also Stroh abgefahren, Mist wieder raufgekommen und nächstes Jahr haben wir hier dann Kartoffeln. Und deshalb sehen wir jetzt hier Ölrettich rein. Da ist eigentlich Vater im Moment die ganze Zeit mit unterwegs. Er hat schon, ich glaube, einen Großteil hat er schon fertig. Fährt jetzt nach Wietzendorf mit den beiden Akkulinern und deshalb mache ich hier noch mal eben ein Momentchen weiter. Und dann geht der Rest dann, ja, Samstag oder Montag, mal gucken, kriegen wir den Rest rein. Im Moment jagt uns auch gar nichts. Also, das ist eine Arbeit, die fertig muss, aber die ist nicht zeitkritisch, ne? Also ganz entspannt hier die Runden drehen. Und jetzt können alle klugen Leute sagen, was ich alles falsch mache, nach eurer Meinung. Aber alles, was ich tue, ja, das war ja natürlich jetzt ein bisschen doof, aber alles, was ich tue, hat schon irgendwie auch einen Grund. Also ich mache hier nicht außenrum, wie man das normalerweise beim Drillen macht, sondern habe hier auch nur ganz einfache AB-Linie angelegt, weil der Schlag dann mit dem Agrarantrag, mit den Daten von dem Agrarantrag für nächstes Jahr, wenn die Feldarbeit auf diesem Schlag für uns richtig losgeht, angelegt wird. Das importiere ich dann als, exportiere ich als XML-Datei oder auf was auch immer, und welches Programm ich dann benutze, weiß ich noch nicht. Mit dem letzten war ich nicht so 100% zufrieden. Importiere das dann mit FanConnect hierher. Und heißt das FanConnect oder ist das das VarioDoc? Dürft ihr mich auch gerne korrigieren. Auf jeden Fall importieren wir uns das auf den Schlepper und dann haben wir alles toll. Und wir machen jetzt, wie gesagt, einfach nur AB-Linie und dann ist das gut. Das ist auch nur Scheibenegge mit ein bisschen Ölrettich. Also nichts, was hier irgendwie extrem kritisch ist. Und ich bin gerade erst angefangen, also ich habe mir das gerade erst alles eingestellt. Ich muss noch ein bisschen gucken, dass das passt. Aber Anschluss sieht gut aus. Das ist alles stimmig. Gebläse geht auch auf Go and End alles mit. Funktioniert auch. Also tüdeln wir hier mit 15 km/h jetzt hin und her. Nichts Spannendes. Gleich.
Oh, liebe Ina, ich werde es nicht pünktlich zum Kaffee schaffen. Nur so ein bisschen. Ja, aber es hat gut reicht noch. Also. Irgendwas ist hier immer. Geschafft! Fertig! Traumhaft! Ab nach Hause, 16 Uhr 8. Ach komm, das Auto lass uns rein vorbei. Jo. So, Trecker geparkt. Jens hat die ganzen Bretters angestrichen und dann kann Marin morgen hier weitermachen und Rohrschuss streichen und die kam gerade und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich 7016 bestellt habe. 7016 Anthrazit. So, was haben wir jetzt gekriegt, Jens? Ja, Schokoladenbraun. Ne? Schokoladenbraun. Fantastisch, sehr schön. Und da denke ich gerade noch, nee, das haben die haben die Bechstaben verbuchselt. Ja. Ja, Arschlecken, ich habe das bestellt, ich habe es nicht gemerkt. Feine Sache. Da jetzt könnt ihr immer, wenn ihr diesen Anhänger seht in Zukunft in Schokoladenbraun, dann könnt ihr an Rüpers Dummheit denken. So was Dummes, ey. Darauf geben wir aus. Ja? Ja, wir machen jetzt Feierabend. Feiern Bier und dann Schluss. Also bis morgen. Ja, bis morgen. Freitag, 23. August. Anhänger wird jetzt gestrichen. Ich glaube, das Dach wird heute zu. Andere Seite ist fertig, Tiefbau ist in Gang und die Mauer sind in Gang. Jens ist auch in Gang, da kommt Jens. Ich mache jetzt nochmal eben Einschlag, Zwischenfrucht fertig. Vater hat er gestern Abend noch angefangen. Ich hatte ihm dann nochmal eben RTK erzählt, wie er das hinkriegen kann. Ich glaube, das fand er auch ganz schön. Jedenfalls ist er heute unterwegs. Dann machen wir den Schlag jetzt noch eben fertig. Dann bleibt noch einer nach, da wollte er gerne morgen noch hin. Dann machen wir das so. Dann sind wir in dieser Ecke zumindest durch damit. Dann kann er morgen noch einmal Richtung Bartelsdorf, da im Moor. Jo, was noch? Ne, den Rest habe ich eben schon erzählt. Ne? Also bis gleich.
fertig. Ciao. Die Farbe sieht so scheiße aus. Das sieht aus wie Rost. Da ist noch nichts dran. Ja, das sieht aus wie Rost. Nur glänzender Rost. Ja. Mann, ich bin auch echt zu doof manchmal. Aber ich habe da keine Ahnung von. Ich bin heute Elektriker. Ach, du bist Elektriker? Ah, ich sehe. Traumhaft. So ungefähr. Ja, ja. Läuft sich zurecht, ja, ne? Genau. Wir haben ja, von euch mal Lampen zugeschickt bekommen und ihr wartet ja, dass wir die anbauen. Ja. Und jetzt spekulieren wir gerade, wie wir die anbauen. Richtig. So, wir haben da auch schon eine Idee. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob man das, ich versuche ran zu zoomen. Da könnte man sie eigentlich immer in jedes Feld reinhängen, war jetzt gerade so der Gedanke. Das heißt, drei Lampen dahin, dann bestelle ich noch drei nach, dass wir hier auch drei mittig reinhängen. Und dann hätten wir, glaube ich, genug Licht. Das sollte reichen, ja. 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 Ja, mal gucken. Ich will mal herausfinden, wo ich die bestellen kann. Und du sagtest, es gibt ja welche, die noch ein bisschen mehr Bums haben, ne? Ja, richtig, genau. Und dann nehme ich für diese, weil da ist das egal, das ist nur Lager und Maschinenhalle. Und hier nehmen wir dann nochmal drei Stück, die ich nochmal bestelle, die noch ein bisschen heller sind. Und wir lassen einfach die anderen Lampen drauf. Würde ich sagen. Ja, und dann können wir das nämlich auf die Schaltung mit draufklemmen und dann ist das ziemlich schnell und easy gemacht und wir sollten ordentlich Licht haben. Also klingt nach dem Plan, ne? Ja, und Dach wird heute wohl auch zu, wie das aussieht. Sehr schön. Traumhaft.
So, die erste Maschine in der Maschinenhalle, lol. Mehrzweckhalle, oder? So, Jens hat jetzt mal eben das Seil da oben rüber geworfen. Respekt. Ja. Respekt, muss ich sagen. So, jetzt haben wir hier eine von den guten Lampen. Und die wollen wir heute Nacht ausprobieren, wenn es dunkel ist, ne? Ja. Richtig? Genau. Richtig. Da müssen wir die Kabel nochmal entzwirren. Scheiße. Rausziehen. Geht auch oder so. Nee, da geht kaputt. Ja. Schneid mir das Kabel ab, dann kriege ich den Kabel in der wenigstens heil. Genau. Hätte ich ja vorher auch schon abmachen können, obwohl, warte, ist ja noch kein Strom drauf. Ja, das ist jetzt hier Versuchsausbau, der, wenn er funktioniert, immer so bleiben wird. Also nein, wir wollen mal gucken, ob diese Lampe hell genug ist, wenn wir in jedem Feld eine von diesen Lampen haben, ob das für diese Seite von der Halle reicht. Ich habe da ehrlich gesagt noch so ein bisschen Bedenken. Ich glaube es auch nicht, aber wir werden sehen. Ne? Ja, heute Abend. Heute Abend, wenn es dunkel ist. Genau. Weil die haben 140 Watt. 150 Watt. 150. Ja. Und die gibt es noch, haben wir gesehen, in 240. Also die für da werde ich auf jeden Fall die 240 Watt Dinger bestellen. Da brauchen wir mehr Licht als hier. Ja. Hier ist nur Orientierung. Ne? Naja. Oh, das Kabel reicht sogar bis unten fast. Ja. Ja, das wäre ja so da in etwa. Ja, so haben wir uns das vorgestellt. Ja. Die kann ruhig ein bisschen tiefer hängen, ne? Weil da so tief wie die Träger sind, ja auf jeden Fall. Da kommen wir ja niemals gegen mit dem Stapler. Das, so hoch kommt der Stapler gar nicht. Die kann wahrscheinlich sogar noch tiefer. Das probieren wir nachher aus, wenn es dunkel ist. Ja, wie weit wir die runterhängen lassen müssen, dass der Lichtkegel hier unten angenehm ist. Naja, man muss aber auch noch mit Gerätschaften unter durchkommen dann, ne? Also ja, aber so hoch kommst du mit keinem Gerät, das wir hier auf dem Hof haben. Ja, okay. Also da kommt niemand dran. Das ist hoch, hoch. Ja, klasse. Das probieren wir dann aus, ja, wenn es dunkel ist. Genau. Ja. Das zeigen wir euch dann auch noch. Also wir beenden das Video noch nicht. Wir warten es ab, bis dunkel ist. Also bis später. Also das macht aber jetzt im Hellen schon mehr Licht, als man glaubt. Kannst du mal ausziehen? Pass mal auf, ich halte dich mal ins Licht. So, Achtung. Tada! Alter Schwede! Auf der Kamera, mach mal. Donnerschlag. Du, da, drei Stück hier könnten doch fast reichen. Das könnte fast reichen, ne? Krass. Jung. Da war Licht. Ich hatte immer noch so einen Kreis vor den Augen, als ich gerade nach oben geguckt habe. Ja. Und das flackert auch. Mach nochmal an. Also ich sehe jetzt hier keine schwarzen Balken, das flackert nicht. Das war ja auch... Ich probiere es gleich nochmal mit dem Handy. Aber die Lampen haben ja auch nicht geflackert, als wir das erste Mal ausprobiert haben. Ne? Das ist schon, also das macht schon Licht. Zieh nochmal aus. Ja, krass. Da bin ich mal gespannt heute Abend. Wenn ja, es dunkel ist. Also das testen wir auf jeden Fall alle zusammen nochmal in diesem Video im Dunkeln. Jens! Jo. Machst du mal Licht an? Was? Mach an! Oh! Alter! Junge! Krass, aber das ist jetzt echt hell, oder? Das ist nur eine Lampe. Das ist nur eine Lampe. Wir kriegen noch zwei hier rein. Das reicht, oder? Reicht. Das sieht echt krass. Guck mal hier auf dem Bild in der Kamera. Krass, ne? Wahnsinn. Das ist echt krass, hell. Das ist geil. Ja. So machen wir das. So machen wir das. Also. Ja. Dann haben wir es geschafft. Wir haben die Zeit so vertrödelt. Ja. Mit Wasser. Wasser, ja. Nur Wasser und Eiswürfel. Genau. Wir mussten ja warten, bis es dunkel ist. Genau. Jetzt ist es dunkel genug. Es ist noch nicht stockfinster. Guck mal. Nee. Naja, egal. Kommen wir später nochmal wieder vielleicht. Also, wenn es euch gefallen hat, dann schenkt euch richtig einen ein. Ja, genau. Und wir sehen uns dann Donnerstag.
Ja, Donnerstag wieder. Donnerstag sehen wir uns wieder. Genau. Also, Dankeschön, reinhauen. Ja. Fizzing! Wollt ihr auch noch Tschüss sagen? Krass, die Larsch. Ich bin sehr zufrieden mit der Lampe. Holger war das, der die geschickt hat. Ne? Holger hat die geschickt. Holger. Ja. Holger, richtig geil. Ja. Auch wenn das letztes Jahr war, vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten, aber richtig geil. Mega.